Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei dieser kleinen Vorstellung. Und ihr seht schon einiges dabei. Ich zeige euch heute, was ich morgen alles zu verböllere. Zu Silvester, ich habe noch sehr viel vom letzten Jahr. Das sind alles gesammelte Stücke. Alles als allererstes fangen wir mal an. 4 Stück China-Böller D. Noch schön eingepackt. Habe ich einfach so gefunden. Zündschnur ist noch alles dran. Ich habe das alles beobachtet. Schönes Teil. Kommen wir zum, hier sind 4 Stück drin ungefähr. Also passt schon. Kommen wir zum nächsten. Und zwar, was ich noch gefunden habe, sind die China-Böller 8 Stück. Steht gerade nicht hier, was das China-Knaller bloß. China-Cracker sind das sogar. Sind unterschön eingepackt. Also ich finde die nicht schlecht. Die werden hier knallen. Kommen wir zum nächsten, das ist die kleine Sumsebiene. Habe ich auch gefunden. Hier würde ich vielleicht noch eine Zündschnur dran machen. Ich weiß es noch nicht. Dann haben wir China Böller D von Weco. Habe ich gefunden. Der hat sogar noch eine Zündschnur. Dann haben wir noch was nächstes, und zwar China Böller A. Also D. Das ist D. Die sind auch schön gemacht. Und eine Zündschnur haben sie auch noch dran. Dann habe ich noch einen nächsten gefunden. Der ist noch zu. Da ist auch noch eine Zündschnur dran. Ja. Schön verpackt. So, da kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das wie ein kleiner Weco-Böller. Diese blauen, diese China-Cracker, sage ich dazu. Sind echt geil. Die werde ich auch nehmen. Und ja, die haben alle schöne Zündschnur. Sind nur noch schön. Sind überhaupt nicht nass geworden. Nichts. Auch die ohne. Dann haben wir hier, wissen Sie, was das ist? Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, kann mir das jemand schreiben. Das ist irgendwas Grünes. Ich weiß aber nicht, was das für ein Böller ist. Keine Ahnung. Da gibt es noch mehr. Dann habe ich noch so einen kleinen Böller hier. So ein kleines. Das ist die China, also das sind diese China-Cracker, die wir hier haben. Dann kommen wir zu was ganz Spezielles. Das haben wir aber erst um 12 Uhr zünden. Und zwar habe ich jetzt mal gefunden einen La Bomba. Den habe ich letztes Jahr gefunden. Habe ich gedacht, nehmen wir mal. Ja. Und dann haben wir noch so einen kleinen Sumsebiene. Auch noch so ein komischer Böller hier. Ja. Von Weco. Dann haben wir noch einen von Weco. Dann haben wir noch so einen hier. So einer von Weco. Ne, das ist sogar von Komet. Und dann haben wir noch, wissen Sie, was das ist? Wenn mir jemand weiterhelfen kann. Entweder ist das von so einer Knallkette. Also es kann möglich sein, ich weiß es nicht. Sind noch mehr davon, ja. Und Sumsebiene. Ureimer. Und dann habe ich noch so einen kleinen Vulkan. Den kannst du dann so hinstellen und kannst ihn anzünden. Kommen wir zu den kleinen Highlights, zu dem Knallzeug, was man in die Hand nehmen kann. Das passiert nicht. Hier passiert sehr viel, aber ja, das ist, ja, kann man unterzünden. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren. Hier ist ein Knallding drinne. Ja, das sind so die Kreisel, UFOs, sage ich dazu. Sieht noch schön aus. Oh, hier sind noch schön eingepackt. Dann kommen wir zu 3 Packungen Knallteufel. Die habe ich auch noch gefunden. Die sind auch noch eingepackt. Man hört es. Man sieht auch hier diese kleinen Kerner. Also, wissen ja, was das ist? Wenn da jemand schreiben könnte, das wäre schön. Ja, da haben wir nochmal eine ganz zuhe Packung hier. Ja. 50 Stück sind hier drin. 50 Teile. Jetzt kommen wir zum Großen. Und zwar habe ich noch, von letzten Jahr, habe ich noch ein riesengroßes Kanonenrohr von Weco. Feuerblaster hieß der. Dann habe ich noch ein paar Frösche. Und habe Riesen voller Bangs, also diese von Komet. 4 Stück sind hier drinnen, diese Knalldinger hier. Und wenn man dann noch umkippt, habe ich noch ein paar Böller, so kleine. Dann habe ich hier noch einen Kanonenschlag. Dann habe ich noch diese
Diese blauen hier, die habe ich zweimal noch. Guck mal, diese Böller hier, die kleine, ich finde die geil. Den habe ich auch gefunden, der war noch komplett eingepackt. Zündschnur ist noch dran. Ich bin gespannt, was das Ding macht. Das werdet ihr morgen alle sehen. Da kommen wir zum zweiten, und zwar Jugendfeuerwerk. Ja, dieses Jahr Jugendfeuerwerk. Es ist nicht gekauft, noch vom letzten Jahr übrig gehabt. Da haben wir hier 4 Stück Weko-Feuerwerk, Feuerfritzel, dann haben wir Knallteufel, einmal, können wir mal 10, 1, 2, 3, 3 Stück, passt zu denen hier. Und dann haben wir nochmal tolle Sumsebiene, also das sind diese kleinen hier, die hier, ganz kleinen Dinger. Und Blitzteufel, also diese Wirbel wahrscheinlich. Und dann haben wir auch nochmal Knallpressel. Also sind es wie Knalldinger irgendwie so in der Art. Und Bonsel, die können wir anzünden. 6 Stück sind hier drinnen jeweils. Und sind Pyro-Cracker oder wie die heißen, glaube ich. Die kannst du anzünden und dann knallen die extrem. Dann haben wir nochmal so die Feuerkreisel. Dann haben wir hier diese Quackling-Bulls, die sie hinschmeißen, dann knattern die so. Ja. Da haben wir nochmal dicke Brummer. Wahrscheinlich sind das auch so welche in der Art hier. Wo haben wir sie? Sowas hier in der Art. Das müssten die dicken Brummer sein. Ja. Dann haben wir noch hier ein paar. Na, wie sind sie? 35 Stück sind hier drin. Ne, 40 Stück sogar. Wunderkerzen. Ja, das war's. Da kann ich mal umdrehen. Das sind die ganzen Teile, die hier drinnen sind. Und diese Knallteufel hier. Ja, und da sind noch diese tolle Biene, das sind wahrscheinlich die, und dann diese grünen hier. Also, wir haben fürs Feuerwerk dieses Jahr gesorgt, ist alles da, auch noch der Rest. Also, wir können dieses Jahr das Jahr richtig gut ausklingen lassen mit Feuerwerk. Ja, und ich hoffe, Leute, der kleine Tipp hat euch gefallen. Oh, hier, was ich geil finde, dass ich noch so ein Ding hier habe, so eine große Kanonenschlag. Mal gucken, die sind echt geil. Bin echt überzeugt von denen. Die sind sogar noch von Komet. Also, es sind richtig geile Dinger. Da können wir richtig böllern. Aber als allererstes tun wir erstmal ein paar Reste wegböllern oder so, wie hier. Sowas oder sowas hier. Und dann um 12 machen wir dann mal diesen großen hier. Diesen La Bomba. Mal gucken, wie der knallt. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Und sage dazu, tschüss, euer Max. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und danke, dass ihr dieses Jahr so gut bei meinem Kanal mitgefiebert habt. Vergesst nicht, heute Nachmittag wieder, 15.30 Uhr, ist wieder Livestream. Nicht Bausimulator, sondern LS19 Livestream. Und das ist Jugendfeuerwerk, Leute. Das ist keins hier. Das ist für 18-Jährige wie ich. Ich bin ja schon 20, wenn ihr das noch nicht gewusst habt. Aber ich finde das echt geil. Ich habe noch sehr viel da. Und ich werde mich auch an diesen kleinen Vulkan vergnügen. Mal gucken. Ja. Das ist mein Silvester 2020, 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen raus, Abo raus. Und wenn euch nie gefällt, vergesst nicht ein Dislike. Aber ich hoffe es nicht. Tschüss!